deutschen Behörden ist nach eigenen Angaben ihr größter Schlag gegen weltweite Cyberkriminalität und damit verbundene Erpressung von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Privatpersonen gelungen. Bei einem internationalen Polizeieinsatz seien 6 der wichtigsten Schadsoftwaregruppen vom Netz genommen worden, teilte das Bundeskriminalamt und die hessische Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Es konnten insgesamt weltweit über 100 Server und über 1.300 inkriminierte Domains unschädlich gemacht werden. Gegen einen der identifizierten Betreiber und Administratoren konnte ein Vermögensarrest erwirkt werden in Größe von 69 Millionen Euro. Wir haben 10 internationale Haftbefehle erwirken können. Insgesamt 4 Personen wurden bislang vorläufig festgenommen. Und es fanden Durchsuchungen an insgesamt 16 Objekten in 4 Ländern statt. Koordiniert worden sei der Einsatz maßgeblich vom BKA und der Zentralstelle für Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Also wir sagen, es ist tatsächlich die weltweit bislang größte Polizeioperation, und zwar aus verschiedenen Gründen. Das erste Mal ist es so, dass wir nicht nur gegen eine Schadsoftwarefamilie vorgegangen sind, sondern gegen insgesamt 6 solcher relevanter und hochgefährlicher Schadsoftwarefamilien. Wir machen das in einer international abgestimmten Koordination und wir haben, was ich gesagt habe, eine Vielzahl verschiedener Ansätze. Wir gehen einmal gegen die Infrastruktur der Täter, wir gehen aber auch gegen die Akteure selbst vor und gegen deren Finanzmittel. Und parallel werden noch Maßnahmen ergriffen, um die Reputation dieser Kriminellen in der Cybercrime-Szene auch zu erschüttern und zu beeinträchtigen. Und über diese Breite dieses Ansatzes in dieser Form, das ist eben in der Vergangenheit nicht gemacht worden. Und deshalb erhoffen wir uns auch eine durchaus noch viel stärkere Nachhaltigkeit als bei Einsatzmaßnahmen gegen einen einzelnen Dropper. Direkt beteiligt waren demnach auch Behörden aus den Niederlanden, Frankreich, Dänemark, Großbritannien und den USA, unterstützt durch Europol. 7 weitere Staaten seien im Rahmen der Rechtshilfe beteiligt gewesen. Dem Standort Deutschland entstehen nach Angaben des Bundesinnenministeriums durch diese Art von Kriminalität massive wirtschaftliche Schäden.